Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder von der Einflugschneise in knackiger Sonne. Wobei heute geht es, ist nur bullig warm draußen mit, weiß ich, 31 Grad sollen es wohl sein. Ja, Tiefflieger sind hier gerade mal wieder unterwegs, dass man gleich die Reifen wechseln könnte. Aber gut, wir machen jetzt hier einfach mal weiter mit ein paar Neuigkeiten, beziehungsweise einer großen Neuigkeit, die in der letzten Zeit eigentlich gar nicht so großartig aufgefallen ist. Also da hat kaum einer drüber geredet, beziehungsweise ein bisschen hat man mal was drüber lesen können, aber damit hat sich das dann auch schon getan. Und zwar geht es um ein Elektroauto, was genauso wie der Hyundai Ioniq auch in drei Varianten erhältlich ist, nämlich als Hybrid, Plug-in-Hybrid und als Elektroauto. Und heute geht es um die Markteinführung Ende des Jahres 2018 des Kia Niro EV. Der wird genauso wie der Hyundai Kona Elektro auch mit zwei verschiedenen Akkus angeboten, nämlich einmal mit einem 39,2 Kilowattstunden großen und mit einem 64 Kilowattstunden großen Akku. Ja, und bei der Motorisierung gibt es jetzt allerdings einen Unterschied zum Kona, denn der Niro wird nur mit dem starken, also mit dem 150 Kilowatt bzw. 204 PS starken Elektromotor angeboten, der jedoch die gleiche oder das gleiche Drehmoment aufweist von 395 Newtonmeter. Ja, zu der Reichweite gibt Kia momentan für den 64 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 385 Kilometer und für den 39,2 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 246 Kilometern an. Ja, und damit die Ladestops zwischendurch, wenn man dann mal in Urlaub fährt, nicht zu lang werden, gibt es dann auch gleich einen CCS-Lader, der vorne in der Schnauze verbaut ist, beziehungsweise seinen Anschluss hat, sagen wir es mal so. Und damit kann man innerhalb von 54 Minuten den Akku wieder von 0 auf 80% aufladen. Der Akku befindet sich auch wie beim Hyundai Ioniq unterhalb des Laderaumbodens oder des Kofferraumbodens und beschert dem Kia Niro somit einen etwas limousinenhaften Schwerpunkt, der wiederum für mehr Fahrspaß in kurvenreichen Straßen sorgen soll. Jetzt kommen wir zur Unterstützung bzw. den Komfort- und Sicherheitsmerkmalen. Da habe ich schon so ein paar Informationen. Da gibt es halt wieder zahlreiche Assistenzsysteme, die wir schon von Hyundai und Kia her kennen. Da gibt es beispielsweise einen Vorwärts-Kollisionswarner und Kollisionsvermeidungsassistenten, einen intelligenten Tempomaten mit Stop-and-Go-Funktion, der wiederum in Verbindung mit dem Level 2 Spurhalteassistenten, der von 0 bis 130 Stundenkilometer funktioniert, eine hervorragende Einrichtung für Staus auf der Autobahn oder in der Stadt ist. Ja, zusätzlich gibt es unter anderem wieder einen Totwinkelwarner sowie einen Fernlichtassistenten. Ja, also im Design unterscheidet sich der Niro EV von seinen Brüdern durch ein sauberes Hightech-Design, wird es genannt. Hierzu zählt die futuristische und aerodynamische Tigernasenfront mit integrierten Ladeanschluss. Ja, die neu gestalteten Lufteinlässe, die neuen LED-Tagfahrlichter in Form von Pfeilspitzen werden von hellblauen Zierstreifen kombiniert. Ja, die sollen halt mehr oder weniger das Design so ein bisschen hervorheben. Ja, der Kia Niro EV erhält darüber hinaus noch 17 Zoll Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Design mit einer 2-Farbton-Diamant-Oberfläche. Ja, und am Heck erhält der neu geformte Stoßfänger, ähnlich so wie vorne auch mit den blau abgesetzten Designelementen, nennen wir es mal. Und zusätzlich noch LED-bestückte Rückleuchten, die den Niro EV ein eigenständiges Lichtdesign verschaffen sollen. Im Innenraum kombiniert das großzügige Raumangebot mit der Technologie. Hier unterscheiden sich der EV vom Hybridmodell durch eine Reihe von neuen Funktionen und Designelementen. So verfügt das Armaturenbrett über eine neue hellblaue Zierleiste,
die äußere Designsprache sozusagen nach innen überträgt. Die Mittelkonsole wird jetzt gegenüber den Hybrid-Varianten vereinfacht. Das heißt, der Wählhebel, der kann verschwinden, den braucht man hier nicht, weil man kein Getriebe ansteuern muss, sondern man macht das Ganze per Shift-Bar-Wire-Funktion, indem man jetzt einen runden Schaltknauf oder vielmehr ein rundes Schaltelement verbaut. So ähnlich wie bei Jaguar Land Rover. Ob das jetzt genauso von der Funktion her ist, dass es beim Starten ausfährt und beim Abstellen des Fahrzeuges wieder runterfährt, das weiß ich leider noch nicht. Ja, dafür soll es jetzt bei dem Niro EV eine ambiente Beleuchtung der Mittelkonsole und des Wählhebels sowie die hochglänzenden schwarz und blauen Zierstreifen in den Türen geben, die das Design oder das futuristische Anmuten des Fahrzeuges nochmal unterstreichen sollen. Ja, und bei der ambiente Beleuchtung kann man jetzt zwischen 6 verschiedenen Farben wählen. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor, als das gab es auch schon mal im Kia Soul EV. Da gab es auch diese ambiente Beleuchtung um die beiden Lautsprecher herum, die man auch verstellen konnte. Naja, ob man das unbedingt braucht, ist eine andere Geschichte. Ja, weiterhin gibt es dann noch beim EV, ebenso wie beim Hybrid, auch das 7 Zoll Touchscreen Display in der Mitte des Armaturenbrettes, welches wiederum an die spezifischen Anforderungen eines elektrisch angetriebenen Fahrzeuges angepasst wird, was die Funktionen anbelangt, beziehungsweise die Informationen, die man darüber ablesen kann, so beispielsweise über die nahegelegenen Ladepunkte oder Ladezustand des Akkus und deren Reichweite. Ja, die Instrumentierung erfolgt beim Niro EV durch ein ebenfalls 7 Zoll Farb-LCD-Display, welches alleine dem Niro EV vorbehalten bleibt. Ja, hierbei erhält der Fahrer dann halt die Fahr- und EV-antriebsspezifischen Informationen. Ja, in der neu gestalteten Mittelkonsole findet man Platz für kleinere Gegenstände an der Unterseite des Armaturenbretts und auch wieder ein kabellose Ladestation für Smartphones. In der Oberseite oder am Oberteil des Armaturenbretts finden wir, wie auch schon bei Hyundai Ioniq oder Kia Soul EV, die Anzeige für den Ladezustand des Akkus, also während des Ladevorganges, also die Ladekontrolllampen. Darüber hinaus bietet der Kia Niro EV mit seinem Radstand von 2,70 Meter nicht nur jede Menge Beinfreiheit und Raumgefühl im Innenraum, sondern auch einen 451 Liter großen Kofferraum, den er alleine schon auch mit zu verdanken hat, weil das Fahrzeug ganze 4,38 Meter lang ist. Ja, das soll es gewesen sein über den Kia Niro EV, der jetzt Ende des Jahres hier seine Markteinführung hat in Europa und auch in Deutschland. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft diesen Kanal auch gerne abonnieren. Ihr dürft ihn auch gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Dafür gibt es nähere Informationen in der Videobeschreibung. Und ihr dürft auch super gerne einen Daumen rauf lassen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Resttag ohne Fliegerlärm. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.